Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Tag World 2. So, ich habe die Forestry Farm nochmal umgesetzt, aber baut jetzt auf. Hab sie jetzt einen Block weitergesetzt, frag mich nicht, was das jetzt war. Ich war da teilweise selbst verwundert. Hab's auf jeden Fall nochmal aufgefüllt. Da kommen die 7 Erde, kann da noch rein. Das fülle ich dann demnächst auf. Und ich würde sagen, da wir jetzt bald die ersten Ressourcen bekommen werden. Und zwar, oh, das muss ich noch reparieren hier. Jetzt fangen die bei mir noch an rumzuspammen, weil das zu viel wird, dann mache ich da jetzt gleich einfach mein Handy aus. Das ist, glaube ich, besser. So, das habe ich jetzt hier ein bisschen blöd verkleidet. So sieht das schon besser aus. Und zwar kommen jetzt hier die ersten Sachen an, und zwar Holz, Apple Oak Saplings, die könnte ich mir mal dazu tun. Erde ist da schon gar keine mehr drin, das ist nicht gut. Haben wir hier noch Erde? Oh ja, komm, die kann da nochmal rein, das sieht doch schon mal besser aus. Dann stellen wir die nochmal da rein. Ich bin auch blöd, dass ich eigentlich von unten bauen kann. Die sollten dann jeden Moment platziert werden. Ich glaube, die checkt Reihe für Reihe, nicht Feld auf. Das komplette Feld auf einmal. Ja. So, naja, also da wenigstens noch ein bisschen Unterhaltung mit meinem Feld hier. Wie sieht er mit den Bienchen aus? Ohne Majestic. Und hier. Noble, komm, kreuz mal mit deinem Diligent. Wie gesagt, mir ist gerade relativ egal, was da alles für Bienen rauskommen. Komm, die Blümchen können mal hier raus. Ich brauche die echt. Komm, das kann ich mal futtern. Ich brauche echt mal bald so ein ordentliches Lager. Aber im E-System ist er noch ein bisschen weit weg. Da ist ich Holz. Okay. Und zwar, was habe ich noch vor? Schauen wir uns mal an, was wir aus den Oaks, Saplings und den Apples machen können. Also, aus den Äppeln können wir ja klar einen Golden Apple machen oder einen OP Golden Apple oder einen Jeweled Apple. Okay. Nach, was wir da machen, Fruit Salad, nicht schlecht. Oder eine Health Syringe, eine Spritze, ja. Oder wir verpacken es im Carpenter. Oder worauf ich jetzt abgesehen habe, wir machen einen Squeezer aus den Äpfeln, machen wir Fruit Juice und bekommen als Abfallprodukt Mulch. Was hat der jetzt schon wieder vor? Aus Fruit Juice können wir, ja okay, dann können wir im Fruit Transporter in der Kapsel einfüllen lassen. Oder wir können das im Fermenter mit Saplings und Kompost, Fertilizer oder halt dem Mulch, können wir Biomasse erzeugen. Was hast du jetzt wieder vor? Ganz einfach. Biomasse können wir in der Refinery zu Ethanol machen oder halt in der Still zu Ethanol, und Ethanol ist Ethanol, Alkohol. Aber den kann man in einer Combustion Dynamo, heißt sie, glaube ich. Nee. Welche war das? Compression Dynamo. Wenn man hier sieht, generates energy, wird stone flux, requires fluid fuel and coolant. Ist auch nicht wirklich teuer. Tin Gear, Sweatstone Transmission Coil, sollte machbar sein. Bloß, wir brauchen, damit hier sich selbst versorgen kann, brauchen wir erstmal ein paar Saplings, und das dauert erstmal was. Aber bis dahin sollten wir das alles aufgebaut haben. Was brauchen wir? Wir brauchen einen ich hab's schon wieder vergessen. Entschuldigung. Das Ganze geht auch mit den Oak-Saplings, deswegen schaue ich das einfach mal hier. Fermenter brauchen wir. Okay, jetzt habe ich wieder. Einen Fermenter. Mafia brauchen wir
Bronze Gears und ein Sturdy Casing. Alles kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf, wir nehmen einfach mal mit. Komm, mach mal das mal so. Wie echte Männer. So, haben wir ein bisschen Bursche. Wir brauchen auf jeden Fall das Dirty Casing. 4 Bronze Gears. Und ich sehe schon, das würde nicht reichen. Okay, ich denke, das ist neue Gear. Nehmen wir die letzten Kupferreserven mit. Das gefällt mir nicht. Ich will nachher da, glaube ich, nochmal die Turtle farmen lassen. Okay, und dann einmal so und wir haben den Fermenter. Ja, der kann dann wieder nach. So. Nein, du kommst nicht von da, du gehst noch da aus. Und zwar alles. Danke. Okay. Wir sollten ja hier noch eine Energieleitung liegen haben. Jawohl. Das machen wir dann einmal so. Der bekommt Energie. Obwohl, können wir noch getrennt lassen? Ist ja gut, ich nehme es schon wieder an. Oder auch nicht. Aber das Ganze bauen wir dann schon mal so weit zu. So, jetzt muss man eigentlich nur noch warten, bis da was zusammenkommt. Weißt du was, ich warte jetzt einfach auf. Offscreen, bis da was zusammengekommen ist, weil ich will das ja auch in der Aufnahme dann schon zeigen können, was. Irgendwas sagt mir, dass gerade ein Baum fertig geworden. Warte mal, hab. Ich habe ein Servo vergessen, ich voll Depp. Wo habe ich den hingeknüpft? Ach, ich mache einfach ein neues Ende. Ich weiß schon Bescheid, ich vergesse es nicht. 1, 2, 1. 1, 1, 2. Servo. So. Genau das, was ich nicht wollte. So, das Holz kommt jetzt hier an. Das ist ja alles sehr schön. Sollte zumindest. Oder habe ich hier einen blauen Feder, den ich noch nicht entdeckt habe? Nee, das kommt an. Okay. Habe ja da mal was richtig gemacht. So, jetzt brauche ich aber noch ein Servo. Und ich stelle mich dann jetzt gleich schon mal AFK hier hin. Ich mache nochmal das Fertilizer fertig. Kennt ihr die Fertilizer? Servo, so kacke ich schlecht gerade. Jetzt auf 1, 1, 2. Also für diesen Spruch gerade hätte ich eigentlich schon 1000 Dislikes verdient. Also bitte Leute, bitte dislike da 1000 mal, wenn 1000 Accounts kriegt, das war dann auch irgendwie so 1000 Aufrufe, aber ich habe diese 1000 Dislikes verdient. So, jetzt nehme ich mir mal hier die Äpfel raus. Und zwar in die Whitelist kommen dann Apple. Redstone Control disabled. Fertilizer kommt da rein. Und ich bin ein Volldepp.
Ich habe nämlich was durcheinander gebracht. Squeezer, den brauchen wir. Nicht Acquisa, den Squeezer. Ja, komm, das geht noch. Das machen wir mal schnell. Der war nämlich schon die nächste Baustelle. Das sollten wir jetzt eigentlich schnell hinbekommen, den Squeezer. Dirty Casing. Tin und Glas. Squeezer. Okay. So, und der bekommt die Äpfel. So, der wird jetzt auch bepowert und man sieht, er macht Fruit Juice. So, ich werde das auf jeden Fall dann mal ein bisschen automatisieren, dass der Mulch damit drüber kommt in den Fermenter. Auf jeden Fall, wir haben jetzt mal einiges an Fruit Juice. Den lasse ich dann auch schon mal direkt weiterleiten. Wir sollten noch einen Lever haben. Wird schon mal weitergeleitet dann so weiter. Und ich mache dann mal ganz, ganz schnell bei mir den Browser zu. Dann die nächste Baustelle. Eigentlich könnte ich sogar hier mach mal später. Ich habe hier schon so ein paar Ideen, was wir hier noch machen könnten. Aber wenigstens haben wir dann schon mal hier so eine kleine Farm. Und ich würde sagen, ich lasse das jetzt erstmal weiterlaufen bis zu der nächsten Aufnahme. Stelle mich hier auf K hin. Gerne nochmal eine Runde. Oh, Entschuldigung. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon für diese Folge. Haben wir ein bisschen weniger gemacht, aber kann auch mal sein. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal was mehr. Ich würde sagen, das war es dann für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Oh, haben sie einen Milch bekommen. Ja. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tech. World 2 Let's Play von Dosh LP. Yay, yay, yay. Bis dahin, tschüss.